Moin YouTube, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben gemeinsam im Stream Smash or Pass mit meiner Community gespielt. Das Ganze ist natürlich an die Mami Amrand angelehnt gewesen. Das bedeutet, meine Zuschauer durften mir in den Discord Foto von sich reinschicken mit einer Beschreibung und ich habe einfach mal rausgehauen, ob ich sie smashen oder passen würde. Dazu wird es ebenfalls ein Part 2 geben und falls ihr beim nächsten Mal dabei sein möchtet, dann haut jetzt gerne eure Bilder in meinen Textkanal in Discord drinnen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Einfach eine kurze Beschreibung zu euch und ein Bild dazu und dann seid ihr im nächsten Video dabei. Falls euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und jetzt würde ich sagen, ab mit dem Video. Für alle Leute, die Bilder eingeschickt haben, wir werden eure Bilder bewerten. Also ich zumindest werde eure Bilder bewerten. Vielleicht werde ich auch Tipps geben, wie ihr vielleicht bessere Bilder machen könntet oder wenn Bilder nice geworden sind. Keine Ahnung, ich werde einfach freischnauze sagen. Aber glaubt mir jetzt schon mal, meine Stammzuschauer werde ich nicht flamen. Das sind die einzigen Zuschauer, die ich habe. Wollt ihr, dass ich gar keine Zuschauer mehr habe? Ehrlich, also wirklich. Das kann ich schon mal. So, Chat, wir fangen an. Let's go. Der erste junge Herr hier ist niemand Geringeres als unser Fruchtbarkeitsgott Posti. I am Postwurfsendung. Ich kette mich besonders gern an Bäume, die abgeholzt werden sollen. Außerdem ist mein zweiter Vorname Jesus und ich habe ein Fahrrad, fahre aber nie damit. Also ich muss sagen, ich sehe die Resemblance mit Jesus da, Posti. Posti ist mein Mod, ja, ich müsste wahrscheinlich eine Ausnahme machen. Aber singe ich, wenn ich bei Posti jetzt Smash sagen würde, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwanger werden würde, bei ungefähr 110%. Für die Leute, die das nicht wissen, Posti ist irgendwie zehnfacher Vater oder so. Ich habe Angst. Ich finde es übrigens immer nice, dass hier Reaktionen abgegeben werden. Hier so ein Veralik und so ein Like ist hier abgegeben worden. Cardi, für immer jung, 27. Mein Traum war es schon immer mal gesmashed zu werden. Kappa. Boah, dieses Kappa ja so gelogen, ne? Guckt euch mal Cardi an. So eine süße Maus. Smash definitiv. Alter, guckt euch mal hier die Reaktionen an. People shy. Würde auch bei Cardi übrigens nie drauf kommen, dass sie 27 ist, ne? Hallo, ich bin die Fischstäbchenpizza von Very und mir geht's gut, aber alle dürfen mich genießen. Alter, Very, wirklich, du bist einfach nur ein Schwein. Guckt euch das mal. Guckt euch mal die Emotes an. Omega Null, Dislike, SOS, No. Gott, Smiley. Alter, das ist wirklich komplett. Also da, Pass. Pass. Nein. Pass. Ich bin Erik, 25 Jahre alt, gebürtiger Berliner und ein liebevoller Chatter. Alter, Chat, das ist halt einfach Posti. Posti. Das ist halt einfach Osti. Osti ist ein Smash. Was ich aber sagen muss zum Beispiel, bei dem Bild und bei dem Bild würde ich bei beiden Winkel ändern. Hier zum Beispiel einen besseren Hintergrund auswählen. Genauso jetzt zum Beispiel bei dem hier. Posti ist ein Supi. Warum verwechsel ich immer Posti und Osti? Ihr habt so ähnliche Namen. Ich bin Anna, 26 Jahre alt, komme aus Hessen. Ich habe einfach auch Supermodels im Chat. Uber. Mami? Excuse me? Smash. Alter, oh, einfach Fiat. Ich bin Fiat, 22. Ich trinke kein Alkohol, weil ich sonst rot werde. Fiat ist auch ein Smash. Aber auch nur unter der Voraussetzung, dass da keine Instagram-Stories entstehen an Fiat. Der Arme. Ich bin Seba, 30, nix im Kopf, aber kreativ. Alter, Seba ist einfach Sido, hä? Ihr seht es, oder? Das Foto finde ich nice. Clean, schwarz-weiß. Das finde ich super. Da will ich auch einfach mal sagen, Smash bei Seba. Den Sido Mark Forster versteht, dann machen wir Smash. Hi, bin Basti, fast 28 und komme aus Franken. Bas, was hast du mit den Dings gemacht? Warte, ich muss hier runter. Wie weit geht denn dein Bart? Den kriege ich nicht mal so ganz drauf. Warte, ich muss hier die Bildschirmaufnahme ein bisschen höher machen. Guck mal. Warte, gib mir kurz eine Sekunde. Sein Kopf umgedreht. Aber mit Bart würde ich sagen Pass. Ich bin nicht so eine Person, ich stehe nicht so auf Bart. Also vor allem nicht so ultra lange Bart. So 3-Tages-Bart ist okay. Respect the Beard. Ich glaube, das ist so eine Kultur bei Männern, ne? Ich glaube, das ist so eine Kultur bei Männern, dass die irgendwie so Bart ultra feiern. Männlich. Ja, aber Bart ist auch ein Süßi. Dieser Bart. Alle Fanboy vom Bart. Very 28, weiblich, aber furzt gern und hat viele Phasetönen, kann nämlich gut Deutsch. Holzkern Code Wähler 15. Valorant. Also, Very ist ein Smash. Dann haben wir Zeffi. Alter, Zeffi ist halt auch ein Model.
Zeffi25 versuche immer noch in Warzone 2 zu slide-canceln. Das ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, das sieht so aus, als wäre er hier gerade bei irgendeiner Filmproduktion als Regisseur und sitzt so im Hintergrund. Bei Zeffi muss man auch einfach sagen, ist Smash. Mark Zuckerberg auf Wish bestellt? Nee, sehe ich nicht. Ich würde eher sagen, wie heißt der? Justin Timberlake? Schon krass, oder? Einfach Mr. Timberlake hier. Cry me a river. Ach du Scheiße. Forest Siggy, 25, absoluter Profi-Gamer und vielerorts bekannt als Lieblingsschweizer. Ach du Scheiße. Ey, ich lieb Siggy. Has, wegen Zigarette und Alkohol, ne? Aber der ist einfach, er ist einfach, guck mal, er ist einfach mit seiner lockeren Art, macht er hier so ein Foto rein. Das ist so ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen und so. Kann man machen. Ich rauche nicht mehr, das will ich hoffen. Calvin Klein, dieses Bild gibt mir so ein bisschen Malle-Vibes. Richtiger Mann hier, mach mal ein Bild hier, Tim. Dann haben wir hier Bube, ich esse nur Toast, Smile. Ja, man guckt auch immer so auf Körper und so weiter, aber das Bild ist halt in 1060p geschossen und so. Keine Ahnung, es geht halt eigentlich so um die Beschreibung, was man reinschreibt und ums Gesicht und nicht wirklich um 1060p und dass man vielleicht hier so ein, zwei Schatten hat und deswegen will ich jetzt nicht smashen. Deswegen machen wir jetzt einfach bei dem hier Pass. Ruben muss ein neues Bild reinmachen und dann können wir weitermachen. Jonas macht nur ein Bild rein, er macht nicht mal eine Beschreibung. Chat, das ist mein bester Freund. Das ist einer, oder ich habe zwei beste Freunde, das ist einmal Jörn und das ist einmal Yunus. Ihr könnt ihn alle smashen, okay? Ich werde Yunus nie in meinem Leben smashen. Ganz klar Pass bei mir. Ich liebe Yunus und er hat so seinen Street-Style und so. Aber Yunus ist halt... Yunus, den kenne ich seit 11 Jahren. Also ganz ehrlich, ich sitze nicht 11 Jahre lang mit dem meine Zeit durch, um ihn am Ende zu smashen. Nein. Ew. Ich kenne Stories von Yunus. Ew. Yunus, wenn du das hier siehst, I love you. Aber Pass. Alles Mad-Kippen. Schwiegersohn-Kipp, Jim-Kipp, Suff-Kipp. 26 Jahre trotz Babyface. 1,72 Meter hoch, als auch breit. Und wir haben hier drei Fotos sogar von Mad-Kippen. So ein bisschen so crazy in der Stadt. So ein auf Travel Boy. Dann haben wir hier eins noch im Gym. Boah, krass hier. Fetter Bizeps, mashallah. Und dann haben wir noch... Und dann haben wir noch das hier. Das ist sehr, sehr sympathisch. Das ist halt so ein klassisches Bild, was man als erstes Dings auf Tinder hochlädt. Und das ist halt, das finde ich ein richtig tolles Foto. Ja, bei Madkip, Smash, tolle Bilder, sympathische Beschreibung, I guess. Dumm, sympathisch, kann man nicht anders sagen. Alter, Ghosty, was hast denn du da gemacht? Oliver, 19 Jahre. Ghosty? Ghostkilly, bist du da? Was hast du denn da bei dem Bild gemacht? Bild siehst du aus, als hättest du 3 Tage nicht geschlafen. Du lächelst doch gar nicht in die Kamera und nicht. Mach ein neues Foto. Mach das Foto vielleicht so von oben. Lächel in die Kamera. Und dann hat es gleich einen ganz anderen Wert. Weil bei dem Foto würde ich passen. Ich schwöre, er hat halt gar keinen Bock, da mitzumachen. Ja, mach ich heute mit bei Valiant Smash or Pass Format. Hey, ich bin Kali, 21 Jahre alt aus Rostock. Mir einmal ein Selfie. Bisschen auf cute angelehnt. Auch bisschen auf 160p angelehnt. Aber das bin für dich fresh. Rostock. Ja, steht ja da, Rohstock. Da steht doch Rohstock. Rostock? Nein, ihr sagt nicht dazu Rostock, oder? Man kommt aus Rostock? Doch. Ach, das ist da ganz oben. Ah, cool. Nee, aber sympathisch. Also das ist ein tolles Foto, aber ist auch Smash. Ist ein tolles Bild. Kann ich mehr dazu sagen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Beschreibung beim nächsten Mal. Ja, doch. Ich sehe die Resemblance. Guck mal. Hier. Die Augenpartie ist so ein bisschen wie er, ne? Oh, das ist Fabi. Fabi24 Pepega-Chatter, bevor ich in die Hogwarts Legacy-Sucht gefallen bin. Oh, guck mal die Emotes hier unten wieder. Fifu-Schei. Ey, Fabi ist ein Süßi, da müssen wir doppelt smashen. Dann haben wir hier ein Bild von Dennis. Dennis hat eine Freundin, deswegen Pass. Aber Dennis an sich, für seine Freundin, aus seiner Freundin-Sicht her, würde ich auch sagen Smash. Er ist mega, mega ein Feini. Da ist jetzt leider keine Beschreibung dabei, weil Yunus das halt reingeschickt hat und nicht Dennis selber. Aber Dennis ist ein mega, mega Feini. Und so wie ich ihn jetzt bis jetzt kennengelernt habe, wirklich ein sehr korrekter Mensch. Und hat einen sehr lustigen Humor. Und ich mag das. Söder. Aaron 28, selbstständig Doglover. Alles ist Phoenix sogar. Oh, guck mal. Oh, ich will den Hund haben. Hier einfach noch die Frau wird hier rausgeschnitten. Ist auch richtig gut für Tinder. Das ist immer so eine gute Art und Weise, bei Frauen anzukommen, dass du einfach ein Bild mit Tieren machst. Und dann, guckt euch das mal an.
Das ist toll. Das ist toll. Also da lass mal auch einen Smash dafür, Aaron. Alter, dann haben wir hier Gideon, 26, selbstständig, frischer Hundepapa. Oh, guck mal, das funktioniert halt immer. Oh mein Gott. Und Gideon hat auch einfach irgendwie Model oder so. Ey, wirklich, also der Pornobalken, der würde weg, den vielleicht ein bisschen stutzen oder so. Aber ansonsten so, vom Eindruck her, würde ich sagen Smash. Zigaretten auch immer Pass, aber jetzt nur vom Optischen her würde ich auch sagen Smash. Next one hier ist Sava. Ich bin Kevin Sava, Rapper, Programmierer, 26, aus Leipzig und habe eine Karte, aber kein Haustier. Ach du Scheiße. Okay, wir haben hier einmal ein Foto. Also ist an sich ein cooles Foto. Allerdings halt auch wieder in 160p. Und du könntest wahrscheinlich auch ein bisschen glücklicher drin gucken. Das ist so ein bisschen Puppy-Blick. Wisst ihr, was ich meine? Hundeblick-mäßig. Chillig auf dem Sofa im Bett. Und wir haben hier noch eins beim Rappen hier. Die beiden haben wir noch. Das Bild ist krass. Das, finde ich, ist eins der coolsten Bilder so. Also, weil das Ambiente halt stimmt. Ich finde, alles in allem würde ich sagen Smash. Okay, next one. Aber ist auch übrigens krass, also, dass wir hier so Rapper unter uns haben, ne? Lukas, 18 Jahre, Nähe Innsbruck, Fußball, nimmt den Hintereingang, wenn's von vorne nicht geht. Ach du Scheiße. Alle Pass. Was ist denn das für ein Spruch, bitte? Ich finde die Frisur cool, ich mag so Locken. Aber könntest du manchmal ein bisschen lachen, ein bisschen motiviert sein. Und oben ist so ein Herz und das ist so für Snapchat. Das Bild hatte wahrscheinlich 10 Girls geschickt und jetzt halt auch noch mir. Und dann mit dem Spruch halt noch. Aber ey, wenn du das siehst, mach gern noch ein Foto, überleg dir einen anderen Spruch, mach vielleicht ein Bild, wo du ein bisschen lächelst und dann machen wir Smash. Tobi Gucci, 29, aus Titisee. Was ist Titisee? WTF? Ist das ein echter Ort? Das gibt's ja wirklich. Es gibt einen Titisee. Chaot, verpeilt, aber liebe und humorvoll. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Okay, wir haben, das ist Bild Nummer 1. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Bild. Das Bild ist cool. Also bei dem Bild würde ich sagen, okay, Smash. Bei dem Bild würde ich sagen, definitiv Pass. Also diese Tennissocken, die Schuhe und dann diese Dreiviertelhose. Dann dieses Hawaii-Hemd, die Bauchtasche und dann noch die Herzbrille dazu. Bernie, 18, komme aus Salzburg, bin Koch und Katzenliebhaber. Also das Bild, warum lacht eigentlich erstens keiner? Warum hat eigentlich jeder so eine schlechte Qualität, wenn man hier Fotos macht? Bild mit der besten Qualität ist das Bild von seiner Katze. Smash, die Katze ist plüschig, sie ist süß. Wichtige Meeting heute mit CEO. Und auch wieder ein Screenshot vom Snapchat. Wir machen einfach hier bei ihm Smash. Bei dem würde ich jetzt einfach mal sagen Pass, weil es halt einfach keine gute Qualität ist. Wir machen jetzt einfach mal Smash. Da sieht er sympathisch aus, hat ein bisschen Lachen. Man sieht, er hat so ein bisschen Humor. Er mag Katzen, er ist ein Koch. Toll, ist sympathisch. Und er ist mein Landsmann hier. Alter, da ist Esti. Esti ist im Chat. Ist ein Cutie-Bild. Ist ein Cutie-Bild. Da ist auch so ein kleiner Filter drüber. Und es ist wichtig, auch mal am Lachen. Das ist doch schön, oder? Ist doch gleich direkt sympathischer. Was ist denn das jetzt hier? Oh, hier ist Snapchat-Baby-Filter oder so. Und hier nochmal ein bisschen so ein ernsteres. Das finde ich das Erste am besten. Hat auch eine Freundin. Dann würde ich auch sagen Pass. Aber von seiner Freundin aus würde ich sagen, das Bild ist ein Smash. Die restlichen will ich weglassen. So, da ist einfach Clemens. Bin 20, sehr klein und habe einen Fußfetisch. Das ist Clemens? Das bin ich? Hey, ich wusste nicht, dass du gut aussiehst, Clemens. Also, dadurch, dass du einen Fußfetisch hast, Pass. Aber normalerweise, wenn das nicht wäre, wäre es ein Smash. Sieht gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ich finde auch Brille irgendwie cool. Außer, hast du eine Monobraue? Das würde ich ja dich... Ich würde die Augenbrauen zupfen, Clemens. David, 25, leidenschaftlicher COD-Spieler und Partylöwe. Way Horny Jail, Way Shrimp, Way Rallig. Hat natürlich auch David eingeschickt und nicht ein bestimmter Syrial. Bei Neufi kann ich auch einfach... Ey, alles, was ich sage, ist jetzt falsch, okay? Alles, was ich sage, ist falsch. Komm, wir machen Smash. Komm, wir machen Smash bei Neufi. Neufi ist zwar wie mein Cousin, aber wir machen Smash, komm. Sweet Home Alabama. Cousin, es heißt Cousin. Was sagt ihr in Deutschland wieder? Cousin, wie Parfum, Parfum. Lernt Französisch, Cousin. Es ist Cousin, Parfum. Mr. Crazy Nico. Ich und meine Freundin links, 21, aus Tirol, bin Profimod und fahre gerne Ski. Ich und meine Freundin links. Ist das Clemens?
Nico, bist du so groß oder ist Clemens so klein? 1,80 und 1,60. Alter, ich bin genau dazwischen. Wenn ich da neben euch stehen würde, ich wäre jetzt genau hier. Aber Nico, warum schickst du so ein Foto ein? Da ist jetzt so mit den Schuhen, mit Jacke, mit Mütze und so. Ich müsste jetzt ranzoomen und so. Ist jetzt ein nicht so gut gewähltes Foto, würde ich sagen. Ich geb den Du einfach ein Double Smash. Ich geb Nico ein Doppel Smash und nehme das von Clemens wieder weg wegen dem Fußfetisch. Mach mal so.